Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit RegisseurInnen, SchauspielerInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Bei den BIFF Talks geht es darum, ein offenes Gespräch zu führen. Wir wollen die Filme kennenlernen, die wir hier zeigen und die Menschen, die dahinter stehen. Und in dem Zusammenhang spreche ich jetzt mit Sarah Blaskiewicz. Hallo. Hallo. Der Film, mit dem du da bist, ist Ivy wie Ivy. Wie kam es denn zu diesem Titel erstmal? Gute Frage, sehr gute Frage. Also ich hatte tatsächlich erst einen anderen Titel, der mir auch sehr gefallen hat, auch in der Bucharbeit eigentlich, finde ich, ganz gut provokant war. Und dann habe ich aber festgestellt, dass er im Zusammenhang mit meinen beiden Hauptdarstellerinnen auch so irgendwie auch falsch gedeutet werden kann. Und dann gab es tatsächlich erst in der Postproduktion, was ja eher untypisch ist oder was man eigentlich versucht zu vermeiden als Filmemacher, weil man eigentlich mit dem Titel ja auch schon was setzt, gab es sozusagen in der zweiten Phase, in der Postproduktionsphase nochmal eine neue Titelfindung. Und was ich mit der Figur Ivy, also das ist ja meine Titelfigur und es ist auch meine Hauptfigur, und die Ivy ist eine starke Identitätssuche. Und ihr Name ist ja jetzt nicht so umgänglich, wenn man ihn geschrieben sieht. Also es gibt eben Leute, die sagen Ivy, was ich gar nicht schlimm finde, weil man liest ja, wie man es liest. Und wenn man Deutsch liest, ist es halt Ivy. Und die Herangehensweise, so, wie heiße ich, wo komme ich her, wo kommst du denn her, ist ja auch eine häufig gestellte Frage im Film, dass sie das immer wieder sagen muss, aber das ist... Also eine Sarah ja auch nicht gefragt wird, das ist mein Name, Sarah, wie jetzt Sarah, ach so. Und dann fand ich das eigentlich ganz schön zweideutig, Ivy wie Ivy und damit dann aber auch eindeutig eigentlich eher, wie Ivy, Ivy wie Ivy, also Sarah wie Sarah oder wie war denn dein Name nochmal? Clara wie Clara, also dass man... Auch sie macht ja eine Reise, eine Selbstfindung und sie kann sich am Ende selber nennen, Ivy wie Ivy. Und das war dann so für mich schöner Wortdreher und schön kompliziert. Diese Reise, die du gerade beschreibst, findet ja in Leipzig statt. Die Schwester von Ivy, die Halbschwester Naomi aus Berlin. Diese Orte sind ja auch da eingewoben in die Geschichte, spielen eine Rolle, genauso wie Dakar. Wie haben sich diese Orte festgelegt und wie habt ihr das gelöst mit dem Dreh auch? Leipzig und Berlin war von Anfang an die Gegenüberstellung, also sozusagen zwei Frauen aus zwei verschiedenen Städten, die sich sehr ähnlich und auch sehr unähnlich sind, die beiden Städte, die aber irgendwie auch eine Partnerschaft haben. Sie sind, wie sie auch im Film heißt, irgendwie eigentlich nur 2 Stunden entfernt, liegen nah beieinander und trotzdem konnten sie 30 Jahre nebeneinander herleben, ohne sich je zu treffen. Und dann die ganzen Gegensätze und die unterschiedlichen Sozialisierungen. Und ich habe mich da halt auf 2 Städte berufen, die ich kenne. Also, und wollte den Fokus dann in die Stadt legen, die ich weniger gut kenne, obwohl ich da geboren bin, eben Leipzig. Aber die besuche ich immer eher, so wie man halt seine Familie besucht. So besuche ich Leipzig und da hatte ich irgendwie Lust, mal da ein bisschen mehr, näher einzutauchen. Dein Film Ivy wie Ivy läuft ja bei den neuen deutschen Filmen, ist dein Debütfilm. Zunächst mal, wie war das für dich? Debütfilm, da, hinter der Kamera zu sein? Ja, das ist, habe ich lange darauf hingearbeitet. Es ist sozusagen nicht spontan entstanden, sondern ist mein erster langer Film. Hatte auch eine sehr lange Produktionszeit, weil wir unterbrechen mussten und Corona dazwischen kam. Und das ist auch besonders schwer, sage ich mal, in der Entstehung, was aber sehr interessant war dann. Hat ja auch Vorteile. Also es hat sozusagen, am Ende muss man immer gucken, wo führt das Ganze hin, und da kann ich sagen, er hat zwar länger gebraucht, aber dafür mag ich ihn jetzt auch, und das ist auch was Schönes. Also ich habe mich da schon ganz schön dran gerieben und Wir sind auf jeden Fall froh, dass er fertig ist. Wir haben schon über Städte geredet, über Identität. Und ich frage mich, ob und wie du dich mit diesem Film auch zu dem Genre Heimatfilm verorten willst oder kannst überhaupt. Ja, ist ein Heimatfilm.
Ja, also sie sagt ja im Film auch, ich bin deutsch, ne? Und das war auch immer irgendwo unterschwellig auch ein Thema, also sich in seiner Heimat oder in dem, was man als Heimat definiert, zu positionieren oder klarzukommen. Und von daher, dadurch, dass ich so ganz klar dahinsetze, ich reise ja auch nicht, also wir reisen ja nicht mit denen, wir zeigen kein anderes Land, keine andere Stadt, also es ist auch meine Heimat tatsächlich, also ja, ich fühle mich da nicht unwohl. Aber ich glaube, es ist nicht das Genre des Films. Also, ja. Wir haben nur gestern auch darüber geredet, inwiefern man diesen Begriff auch neu definieren kann und muss vielleicht auch. Ja, das finde ich natürlich einen schönen Ansatz. Also das finde ich natürlich, das stimmt. Da hätte ich sozusagen jetzt noch ein bisschen länger schon mal vorher drüber nachdenken müssen. Weil tatsächlich ist das Wort ja ein sehr, sehr großes Wort. Und was ich zum Beispiel in meiner Studienzeit oder in meinem Großwerden noch als Heimat definiert habe oder was Heimatfilme waren, klar, das ist, kann man jetzt mal gucken, was sind denn die aktuellen Heimatfilme, stimmt. Ja. Ich habe eine Frage zu den Ästhetiken, die du dir ausgesucht hast. Und zwar gibt es eine Traumsequenz, wo Ivy sich unter so einem, ich sag mal, lilafarbenen Satinstoff bewegt. Wie kam es denn dazu? Ja, das war ein großer Traum von mir, Traumszenen einzubauen. Und das ist immer ja auch irgendwo schwierig im Sinne der Umsetzung. Und weil das ja oft Fragmente sind und ins Experimentelle geht, so auch diese Traumszene. Und das war auch einer dieser harten Prozesse. Ich hatte vielleicht 3-4 Träume. Ich wollte eigentlich mehr Träume erzählen. Und welcher Traum schafft es aber eigentlich bis, also zeigt in meinen Augen das meiste von dem, was ich erzählen will, also diese fremde Haut, also ist ja nicht ihre fremde Haut, aber diese andere Haut, die sich über sie legt, dieses eingesperrt sein, dieses sich freireißen, also die ganzen Bilder dafür, die oft im Unterbewusstsein stattfinden und die uns Menschen sehr prägen. Also auch im Alltag kann ein Traum sehr, sehr doll noch reinwirken von der Nacht, den man hatte oder von Ängsten, die man hat. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich quasi einen Traum zeigen möchte und einen Traum erzählen möchte, weil Traumerzählungen ja auch immer was Spannendes haben, beziehungsweise ja nicht von dem Thema wegzudenken sind. Also, oh, weißt du, was ich letztens geträumt habe? Und das eigentlich viel, viel über dich aussagt und ob man das dann preisgibt oder nicht. Und dann erzählt die Schwester quasi dann als Pendant später von ihrem Traum. Und wir wissen alle, weil wir ja Ivys Traum miterlebt haben, dass die beiden gerade echt nicht gut schlafen können. Ja. Total beeindruckend und schön fand ich die Lichtsetzung in dem Film, diese Neonlichter, diese grün-rosa Schattierung, auch in diesem Sonnenstudio. Spannendes Setting, wie kamst du zu dieser Sonnenstudio-Geschichte? Ja, ach, auch aus dem Alltag. Also tatsächlich habe ich irgendwann festgestellt, dass ich nicht die einzige Afrodeutsche bin, die im Winter ins Solarium geht. Wo man eben sagen könnte, wie Ingo ja am Anfang des Films schon so, du bist doch schon braun. Nee, das fand ich irgendwie witzig und da der Film ja auch für mich eine komödiantische oder eine leichte Ebene haben sollte, fand ich das als Setting einfach total schön, einen Ort zu erzählen, wo die Freunde immer abhängen, in dem Sofa, der aber auch so ein bisschen so stehen geblieben ist, ein Ort, also ein ja, eine Zeitreise auch und anhand des Ortes, und das muss man ja immer gucken, wo lagert man seine Geschichte hin, konnte ich ja dann auch wieder zeigen, aktuelle Situationen, Gentrifizierung, was ist nicht mehr up to date, wie müssen Orte neu definiert werden und müssen sie es, wie schwer ist es, wenn das passiert, auch so. Ja, also halt einfach auch deinen gesellschaftlichen Standpunkt, wo stehst du finanziell etc. Das konnte ich alles daran abarbeiten und hatte noch einen Ort geschaffen. Und natürlich auch einen sarkastisch-ironischen, subtilen Ort, der sozusagen nochmal auf die ganze Thematik nochmal mit so einem zwinkernden Auge hinweist. Ich habe mich noch gefragt, wie ihr das geregelt habt am Set mit der Reproduktion von rassistischem Verhalten.
Das erfordert ja eine große Transparenz, auch am Set klarzumachen, das muss jetzt muss es passieren, wie kann es passieren? Hattet ihr da Coaching an der Hand? Wie habt ihr das geregelt? Also zu der Zeit, wo wir die meisten Szenen davon gedreht haben, was jetzt 2 Jahre her ist, hatten wir keine Coachings. Da bin ich erst näher dran gekommen, hinterher. Aber ich habe es für mich jetzt auch nicht so nötig gehalten, weil ich in einem sehr freundschaftlichen Kontext auch arbeite. Das heißt, vor der Kamera und hinter der Kamera frage ich Menschen, ob sie mit dabei sein möchten oder sie wollen dabei sein. Oder man schafft einen kreativen Raum, der dafür wach, also zu den Themen sich verhält und man führt viele Gespräche vorher. Ich versuche sozusagen Safe Spaces als Regisseurin zu schaffen und bin jetzt aber auch froh zu hören, dass es, also schon in dem Folgeprojekt, was ich danach gemacht habe, Druck, diese Jugendserie, wo es ja auch eine POC-Geschichte war dann, also die 6. Staffel um Fatou, quasi die jüngere Generation. Und da kam ich ja dann in ein neues Team, wo ich eigentlich kaum jemanden kenne erstmal. Und ich komme als Regisseurin. Und dann kriegte ich eben mit, dass auch diese Produktion schon Antirassismus-Workshops dem Team anbietet. Oder man hat sie zu machen, sage ich jetzt mal freundlich. Das hat mir sehr gefallen, dass sich da jetzt was bewegt. Und dadurch, dass ich jetzt selber POC bin und selber mir bei meinem Debütfilm mehr das Team bauen konnte, habe ich natürlich dafür schon gesorgt. Also ich habe es eher persönlich gemacht, aber sobald man in die Branche und in dieses System reingeht, sollte man auf jeden Fall immer wieder genau so eine Wachsamkeit haben und darauf achten, dass man nichts reproduziert. Und mir ist schon bewusst, dass ich das N-Wort drin habe und wie ich das eingesetzt habe. Aber die Figuren, die es sagen, würden es auch im realen Leben sagen. Also die würden nicht politisch korrekt reden. Von daher kann ich sie das auch nicht im Film lassen. So. Genau. Meine letzte Frage ist, der Film ist ja jetzt schon ein bisschen rumgekommen. Ihr wart in München beim Filmfest. Deine Darstellerin Lorna Ishima hat einen Preis gewonnen sogar. Wie waren denn jetzt die Q&As hier in Braunschweig? Oh, wir hatten gerade ein wunderschönes Q&A. Es war ein sehr, sehr großer Saal mit sehr, sehr vielen Menschen und trotzdem Abstände. War das total irre. Also es war eine richtig schöne Projektion und wir haben auch ein gutes Gespräch geführt und auch da immer wieder Unsicherheiten in Wortwahl etc. Das gibt es natürlich, das befinden wir uns ja gerade als Gesellschaft drin. Das ist ja auch nicht, morgen wacht jeder auf und weiß jetzt, wie es jeder im Raum gerne hätte. Das gibt es nicht, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Also mein Screening war sehr schön und ja, ich habe eine lange Kinotour gerade hinter mir und da ich habe viel erlebt. Ich habe auch schon ich habe das Glück, dass die Leute sehr emotional auch reagieren und erst in dem Austausch nach dem Film, wenn man wirklich wieder miteinander redet, das finde ich ja immer das Spannende. In meinem Film reden ja auch ganz viele und wenn die Leute miteinander reden und auch den Mut haben, nochmal auf den Filmemacher oder die Filmemacherin zuzugehen und zu sagen, hey, das hat was ausgelöst bei mir, gibt es bei mir sehr starke Reaktionen, also bis hin zu Tränen, bis hin zu Lachen, auch nach dem Film noch, was mich sehr berührt, also das ist sehr schön. Es freut uns total, dass du hier in Braunschweig auch so ein positives Erlebnis hattest. Wir freuen uns, Ivy wie Ivy noch zu zeigen, dein Film ist auch nominiert für den deutsch-französischen Jugendpreis Kinema, schauen wir mal, wie es da weitergeht, am Samstag haben wir die Preisverleihung. Dir erstmal vielen, vielen Dank und bis bald hoffentlich mit dem nächsten Projekt. Ja, sehr schön hier. Dankeschön.